ist es denn? Wie spät haben wir es eigentlich? Wo ist es denn? Jetzt auf wo ist sie denn? Ach, da ist sie. Ach, die quatscht ja auch nebenbei hier. Ja. Ja, gut, ich weiß. Heute Morgen mit Navi. Was? Heute Morgen mit Navi gequatscht. Jetzt musst du hier ein bisschen in die Mitte kommen. Ja, damit man dich sieht und hört. Ja. Ja. Ja, deswegen hatte ich das eben noch nicht. Wenn wir gleich durch die Kurve durch sind, dann ist das auch ein bisschen einfacher. Dann ist das nicht so ruckelig da hinten. Das kriegen wir dann schon hin. Da kannst du Musik drüber. Dann machst du die Fahrstuhlmusik etwas lauter. Ja, genau. Ja. Wer ist denn das da hinten eigentlich? Du musst mal ein bisschen nach vorne kommen, du bist im Dunkeln. Ja, du bist dunkel. Noch näher. Soll noch Licht mal so ein bisschen hier. Ja, da ist sie ja. Hier irgendwie. Das hilft doch gar nicht. Nee, das hilft nicht. Das hilft nicht. Konzentrier du dich da auf die Bahn. Ich versuche mich jetzt mal auf die Bahn zu konzentrieren. Ja, das ist ein guter Vorschlag von dir. Ich meine, Kaffee kommt. Ich weiß, du kannst am Auto fahren. Kommt jetzt das Fernsehen? Ja. Ja. Nein, was ist Fernsehen? Keine Ahnung. YouTube. Das, genau. Auf YouTube. YouTube in der Universität. Ja. Also. Darf ich vorstellen? Ja. Wer ist das? Kamera. Mein Name ich bin, ist. Ich bin da heute Morgen in Hildesheim. Weißt du, ich bin da heute Morgen in Hildesheim in eine Seitenstraße reingefahren, habe angehalten, die Tür ging auf, sie sagte, guten Morgen, setze ich dazu. Ja, das geht doch immer so bei dir, oder nicht? Ich fand das total nett. Ja. Die sitzen dann auch immer, diese hübschen jungen Dinger sitzen dann auch immer mit so großen Augen am Straßenrand und warten darauf, dass du mit deinem Mercedes vorbeikommst. Mit der Einbauküche. Wollte ich gerade sagen, wir wollen ihn doch nicht das Mercedes nennen, wir nennen ihn Einbauküche. Ja, das ist die Einbauküche hier. Einbauküche. Hallo Einbauküche. Also nochmal, das ist die liebe Nadine Pfeiffer, unsere Gesichtsleserin. Nein, Gesichtleserin. Oder Face-Readerin. Ach, ohne es. Also ohne wie Jennifer es. Peter ja, ohne. Auch genau. ohne es. Jennifer auch ohne es. Ja. Also nicht Peter, sondern Peter. Also unsere Immobilienfinanzierin. Also wie und du bist Haft. Also Gesichtleserin und nicht Gesichtsleserin. Warum eigentlich? Warum heißt eigentlich? Das eigentlich nicht Gesichtsleserin? Das kann man auch sagen. Ja, aber die Domäne Gesichtsleserin war schon so. Ich dachte, jetzt kommt ein philosophischer Vortrag irgendwie über. Ja, nein, wir Gesichtleser, wir legen Wert darauf, dass. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, manchmal sind es die ganz einfachen Lösungen im Leben, die einen weiterbringen. Dem Dativ sein Genitiv sein Tod ist. Ja, tot. Ja, genau. Ganz genau. Irgendwie. So, die Website war nicht frei. Gesichtleserin. Die Website war nicht frei. Die Website war nicht frei. Entschuldigung, die Domain war nicht frei. Ja, das hätten die sich aber auch vor ein paar hundert oder ein paar tausend Jahren, hätten die sich das auch mal überlegen können, dass man da. Wie lange gibt es denn nun Gesicht lesen? Erklär uns doch mal ein bisschen aus der Geschichte, weil die meisten sagen, was habt ihr da jetzt? Ja, wir haben dich im Übrigen auch dabei, damit wir heute nicht so viel reden. Genau. Also ich bin dran. Das ist nämlich halb sieben. Ja, wir haben es hier gerade, nur als kleine Erklärung, wir haben es jetzt hier gerade 6.35 Uhr. Wir sind auf dem Weg zum BGI-Chapter Ferdinand Braun in Hannover und beglücken die heute Morgen mit dieser charmanten Anwesenheit. Wir sind eigentlich auch nur die Transporteure. Ja, und die Zeit daher. Sind Frank und ich eigentlich, wir ertragen uns gegenseitig nicht. Und jetzt haben wir gedacht, wir nehmen Nadine mal mit. Ja, ja genau. Hier so in die Mitte. Und ja, genau. Damit man euch, ja, genau. So, und jetzt erzähl mal, wie lange gibt es denn das überhaupt schon? Und was machst denn du da viele überhaupt? Viele tausend Jahre lang gibt es das schon. Viele tausend Jahre? Viele tausend Jahre. Verschiedene Richtungen des Gesichterlesens gibt es. Die Richtung, mit der ich angefangen habe, ist das griechische Gesichterlesen. Die sogenannte Psychophysiognomik. Das hat schon Aristoteles hat das schon angefangen. Der hatte auch so einen Bart wie ich. Der ne? hat auch so einen Bart wie du. Ja, also ich könnte das dann auch lernen bei dir, ja? Ja, aber nur wegen dem Bart. Sonst. Ach so, Dirk nicht, der hat zu kleinen Bart. Der kann wegen den Ohren. Ach so. Also jeder kann es lernen, egal ob Bart oder ohne Ohren. Aha, ja. Okay. Also Psychophysiognomik heißt das im Griechischen. Psychophysiognomik. Das ist ein relativ komplizierter Begriff erstmal. Bedeutet im Grunde, die Psyche, alles, was sich im Inneren abspielt, erkennt man in der Physis, in der gesamten äußeren Erscheinung. Psychophysiognomik. Und weil das so ein bisschen holprig über die Lippen kommt, nenne ich das Face Reading. Also das ist ein guter, das ist eine gute Idee. Das ist Neudeutsch. Ne? Nadine ist Neudeutsch. Gut. Ja, Nadine ist cool. Ja. Die sieht nicht nur gut aus, sie hat auch was im Kopf. Ne? Na, die hat was im Kopf. Die hat was im Kopf. So absolut. Ne? Und das Face Reading heißt im Chinesischen zum Beispiel Xiangming oder Mingxiang. Oder ich hört jetzt keiner, der Chinesisch kann mich. Ja, an dieser Stelle grüßen wir Matthias Bunzel und seine Frau Cejun. Genau. Ja, er wird uns das beim nächsten Treffen genau erklären. Genau. Das nächste Mal mache ich die Analyse auf Chinesisch. Oh, geil.
Und in China ist es auch schon viele tausend Jahre alt. Da haben sich schon die Kaiser früher haben sich schon beraten lassen. Die hatten ihre Gesichtleser bei sich im Beratungsstab und haben danach zum Beispiel ihre Truppen aufgestellt oder ihre Verhandlungen damit geführt. Die oder danach die Leute abgeschlachtet. Nein, das war jetzt ein Spaß, das schneiden wir raus. Oder? Nee, er schneidet es wieder nicht raus. Obwohl ich mir das an dieser Stelle wünschen würde. Ja, so ab hier, ne? So ab hier, ne? So. Also jetzt schon zu spät, aber. Ja. Okay. Und die haben sich eben diese Gesichterleser an der Seite gehabt zur Beratung. Zum Beispiel, wenn die Verhandlungen hatten mit anderen Königen, haben sie gesagt, hey, erzähl mir, wie ich mit dieser Person umgehen soll. Okay. Erzähl mir, wie diese Person tickt, was die kann und so weiter. Und von daher ist es viele tausend Jahre alt. Es gibt eine südamerikanische Richtung noch des Gesichterlesens. Und die beschäftigt sich allerdings ein bisschen mehr mit Beziehungen und Liebe. Aha. Also es gibt so verschiedene Schwerpunkte. Die Chinesen haben so einen Schwerpunkt noch auf dem Thema Lebensaufgabe. In 500 Metern, halb rechts. Lebensaufgabe und Schicksal. Die Griechen sind sehr dahinter, so welche Persönlichkeit ist das und wie sieht es mit dem Gesundheitszustand aus. Und grundsätzlich kann man damit einfach die komplette Persönlichkeit im Ist-Zustand, weil die ist ja veränderbar, am Gesicht erkennen. Das heißt also, wenn wir jetzt demnächst auf der Suche sind nach einer neuen jungen Dame für den lieben Dirk, dann nehmen wir dann demnächst einfach Fotos von der, legen die dir auf den Tisch und gucken, ob die überhaupt zu ihm passt. Ja. Also ich sage jetzt so, Da kommen ja völlig neue Möglichkeiten auf, Dirk. Mensch. Also es gibt immer Bereiche, die passen und die, also die sich super ergänzen und Dinge, die ganz harmonisch sind. Aha, das also ist Unterschiede ja wunderbar. Und Harmonien. Okay, ja. Betrachten wir das doch mal professionell, ne? Ja. Also die jungen Damen. Wir sind hier professionell. Achso, ja, alles klar, gut. Nur du nicht. Naja, aber normalerweise verdienst du dein Geld garantiert nicht irgendwie mit Liebes- und Lebensberatung hauptsächlich, sondern... Richtig, apropos Geld verdienen. Apropos Geld verdienen, ja. Kann man das Face-Reading auch einsetzen, zum Beispiel, also du hast das ja eben mit dem chinesischen Kaiser erklärt und sowas, wenn man da zum Beispiel einen Mitarbeiter einstellt oder bei einem Vertragsabschluss, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Summe investieren will in irgendetwas, ja, könnte man da den Rat von dir einholen, um vielleicht auch mal zu sehen, naja, was ist mein, ich sag mal, zukünftiger Geschäftspartner, Mitarbeiter oder so, was ist das für einer? Hat der vielleicht irgendwelche Stärken, die ich nutzen oder die zum beidseitigen Nutzen sind? Oder wird das vielleicht doch eher eine schwierige Partnerschaft? Das geht auf jeden Fall. Ich hatte das gerade neulich, da hat mich einer angerufen, meinte, dass sie davor steht. Das war wieder Einbauküchenbeschleunigung, die zweite. Ja. Ja. Da rief mich jemand an, eine Dame, die meinte, dass sie gerade kurz davor steht, einen fünfstelligen Betrag zu investieren. Und hat mich gebeten, den Menschen anzuschauen, in den sie investieren will und mir zu sagen, was das Face Reading dazu sagt. Okay. So, und sie hat sich nach meiner Beratung dafür entschieden, das zu machen, weil ich eben sagen konnte, dass das, was er versprochen hat, was er kann und was er hat, also was er liefern will, dass er das tun wird. Und dass er jemand ist, der tendenziell dazu neigt, sein Wort zu halten. Wir konnten halt keine 100% Aussage über irgendjemanden treffen. Ich glaube, das kennt jeder von sich. Ja, wir sind ja auch die sich für zuverlässig halten, sind vielleicht zu 80% zuverlässig oder zu 90% und manchmal passiert eben was. Und da gibt es Menschen, die sind grundsätzlich unzuverlässig, das kann man auch im Gesicht erkennen, aber die kommen ja auch manchmal pünktlich. Also auch kann man sich auf diese Menschen verlassen. Ich habe nur geguckt, also bis jetzt, du siehst ja ganz nett aus heute Morgen bei dem schönen Sonnenlicht. Sieht ja. Gut siehst du aus, ganz total fantastisch siehst du heute aus. Okay, so erzähl mal weiter, der ist gerade unwichtig. Ey, seid ihr Schleimer? Ist gar nicht. Oh. Ja. Ja, also so, dann, das ist der eine Teil der Frage. Dann hatte ich eine, das war interessant, die hatte ein Angebot bekommen von jemandem und das Angebot belief sich auf ungefähr 10.000 Euro. Genau, davon ist heute. Und dann habe ich ihr erzählt, pass auf, das ist ein Ökonom,
Ja. Ich kenne jetzt den Markt nicht, wie der genau ist in dem Bereich, aber das ist ein Ökonom. Wahrscheinlich kannst du es auch für die Hälfte bekommen. Und dann hat sie einfach mal gesagt, nö, macht sie nicht, sie bezahlt nur 5. Und er, okay. Also 5.000 Euro gespart. Okay, super. Das ist so eine Beratung wert, spannend, ne? Und natürlich, wobei ich mich auch natürlich als Halbvertriebler natürlich dann auch fragen würde, wenn jemand von 10 auf 5 runterfällt, nur weil ich sage, mache ich nicht, ist natürlich eine schlechte Verhandlungsstrategie. Das machen wir mal in einem anderen Video. Aber okay, aber gut, dass du da helfen konntest. Ne? Ich meine, ja, da waren halt Tendenzen zu sehen und mein Tipp war eben, hey, guck mal, wahrscheinlich kriegst du es günstiger. Und sie ist einfach auf die Hälfte runtergegangen. Klasse, super. Ja, und natürlich auch für Neueinstellungen total hilfreich. Also ich muss jemanden auch nicht persönlich kennenlernen. Ja. Mir reicht auch schon ein Foto. Mhm. Ich würde zwar nicht sagen, nach einem Foto jemanden einzustellen, aber nach einem Foto jemanden einzuladen, das würde ich schon sagen, so weit kann man gehen. Am Ende muss immer die Chemie zwischen den Menschen passen. Und das kann man nicht alleine bei Facebook nur ein Foto machen. Okay. Und das heißt also, wenn du da in dem Bereich tätig bist, was genau für Menschen suchst du, damit du ihnen da behilflich sein kannst mit deiner Leistung, die du machst? Wer ist da für dich besonderer Ansprechpartner? Wie kann man dich da am besten ins Gespräch bringen? Also eine super Zielgruppe sind natürlich so Recruiter, Personalentwickler in den Firmen, die halt wirklich den Menschen im Mittelpunkt stehen haben. Oder auch Geschäftsführer, die gerade einstellen, die, ja. Super. Ja, also im Grunde, sag mal, wenn ich für mein Unternehmen jetzt jemand Neues suche, ja, ich suche, keine Ahnung, weiß ich nicht, Assistenten oder irgendwie sowas, genau. Ja, oder irgendwie was in der Richtung. Ja. Kann ich dich zu dem Bewerbungsgespräch mit dazu bitten? Mhm. Du schaust dir diese Person auch mit an. Du kannst sehen, passt einmal diese Person auf die Stelle, auf die Anforderungen. Mhm. Was du aber mal in einem Gespräch erwähnt hast, das fand ich besonders interessant, du hast auch gesehen, dass du Talente sehen kannst. Mhm. Also das heißt, wenn jemand vielleicht auf seiner Arbeitsstelle gut ist, aber vielleicht wäre er in einem anderen Einsatzgebiet sogar noch wesentlich besser. Und genau. Ja, das Ganze kann man im Grunde auch wirklich über das Face Reading sehen. Ja, genau. Und auch, wie jemand entwickelt werden kann. Also wo vielleicht Schwachpunkte sind in der Persönlichkeit oder im Bereich des Denkens, wo man einen Schwerpunkt drauf legen kann, um da eine Brücke zu bauen, damit das restliche Potenzial frei wird. Wie lange dauert es während eines solchen Prozesses, bis du ungefähr, oder nicht ungefähr, bis du sagen kannst, lieber Unternehmer XY, wenn du den einstellst, dann kannst du das und das von dem erwarten oder der ist geeignet für die Stelle oder ungeeignet oder besetzt den vielleicht woanders hin. Mhm. Kommt auf die Komplexität der Frage und der Situation an, aber ich sag mal von einer Viertelstunde bis zu einer Stunde, anderthalb geht das. Ja, wow, prima, wow. Coole, interessante Sache. Und lernen kann man das bei dir auch, glaube ich, ne? Lernen kann man das bei mir auch. Also machst du so einmal im Jahr so ein Seminar oder irgendwas, so eine Ausbildung? Genau. Ja, wie lange dauert so eine Ausbildung? Ich starte zweimal im Jahr eine Ausbildung. Okay. Aha. Die dauert zwischen einem halben Jahr und einem Jahr. Wow. Es gibt aber auch Einzelseminare, die man buchen kann. Auch im Bildungsurlaub. Meine Seminare sind auch anerkannt als Bildungsurlaub. In Hannover auf jeden Fall. Prima. Mhm. Super. Ja. Okay. Das heißt, wir verlinken deine Adresse, deine Website-Adresse heißt www.gesichtleserin.com. Genau, die packen wir hier unten gleich noch mit in die Beschreibung rein vom Video. Oder über Google, Nadine Pfeiffer. Eine ganz kurze abschließende Frage. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, naja, ich bin in meinem Arbeitsleben oder in meinem persönlichen Leben nicht ganz so glücklich, ja, vielleicht gibt es Dinge irgendwie oder gibt es vielleicht Dinge, die ich vielleicht an mir ändern kann oder ist das vielleicht der falsche Job für mich, den ich da, keine Ahnung, seit 15, 20 Jahren mache oder sowas. Kann so eine Person von dir auch Antworten bekommen? Das kann sie. Es ist manchmal gar nicht der falsche Job, sondern manchmal auch einfach das falsche Umfeld. Mhm. Also der falsche Chef. Okay, das war's. Wir müssen rein. Die beiden quatschen mir hier sonst noch das Video, das ganze Band bis zum Ende voll. Ne? Das Band, ganz wichtig. Ja, das Band. Es ist 6:45 Uhr. Ja. Ja, wir kommen ja aus der guten alten Zeit, wo alles noch analog ist und so. Ne? Und deswegen. Genau. Analog und Dirk sagt die Wahrheit. Alles klar. Tschüss, viel Spaß. Schönen Dank an Nadine. Bis nächstes Mal. Ciao.